Ich heiße Engelbert Wächter. Ich komme von Wollerau. Ich bin geboren am 18.02.32 in Horgen am schönen Zürichsee. Und wie hast du Billy kennengelernt? Ja, diese Geschichte wollte ich eigentlich dann im Nachhinein erzählen, wie es dazu kam. Und ich las in der Zeitung, dass in der Quick, das ist eine deutsche Illustrierte, dass da las ich Raumschiffe über dem Zürcher Oberland. Und das erinnerte mich dann an eben diesen Vorfall, den ich zuallererst hatte mit 18 Jahren. Oder? Was war das für ein Vorfall? Ja, eben im Jahre 1950 hatte ich ein Erlebnis, dass meine Gedankengänge diesbezüglich auf den heutigen Tag bis auf den heutigen Tag in Trab gehalten hatte. Es zeigte mir sehr eindrücklich, dass universelles Leben wahrheitlich gegeben und beweisbar existent ist. Das ist ja interessant. Erzähl uns da mal ein bisschen mehr von. Was ist da passiert? Ja, ich wohnte damals im Jahr 1950 in Wollerau und hatte eben auch Freunde. So trafen wir uns immer wieder hin und wieder auf dem Dorfplatz und wir wir wollten ins Kino gehen. Wir beschlossen, ins Kino zu gehen. Oder? Der Ort, wo dieser Film lief, es war natürlich ein Wildwester. Der war etwa 5 Kilometer von Wollerau entfernt, in Rechterswil. Also machten wir uns auf den Weg, nahmen diese 5 Kilometer unter die Füße und auf halbem Weg hatte ich plötzlich so ein eigenartiges Gefühl im Kopf. So eine Art Drängen und es wurde immer stärker und stärker und plötzlich wusste ich, was dies eigentlich sollte. Ich soll doch einmal nach den Wolken Ausschau halten. Ich schaute zu den Wolken hoch. Es war eine riesige Blumenkohlwolke im blauen Himmel. Und da kurfte ein recht großer silberglänzender Diskus um diese Wolke herum. Ich schaute und schaute und plötzlich war es wie aus dem Film geschnitten wieder weg. Es flog nicht etwa in die Wolke hinein, nein, es war einfach plötzlich weg. Ich hatte so in mir ein wehmütiges Gefühl, so eine Art wie Heimweh. Die Scheibe kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich konnte sie nicht einordnen. Ich fragte auch meine Kollegen, ob sie diese Scheibe sahen. Sie sagten nein, sie sehen nichts. Vermutlich hatten sie Angst. Es gab eben dazumal gab es noch
war noch nie so etwas passiert. Und so nahmen wir den Weg zum Kino. Wir gingen dann auch in den Kino, aber in Gedanken war ich immer bei diesem Riesenschiff. Ich schätzte den Durchmesser auf ca. 50 Meter, etwa so groß wie die vierstrahligen Jumbo-Jets, einfach ein Großflugzeug. Und ich konnte mich nicht auf den Film konzentrieren. Ende des Films wusste ich nicht, was im Film gelaufen war. Und wir gingen wieder nach Hause. Und als du dann von Billy gehört hast, war das sozusagen wie so eine Bestätigung zu dem, was du schon mal gesehen hast, ja? Ganz genau. Das war auch so etwas Eigenartiges. Ich war beim Fischen mit meinem Boot an einem Freitagabend. Ich hatte aber nichts gefangen. Es war bereits schon dunkel. Da nahm ich den Weg nach Hause unter die Füße. Zu Hause schlief bereits schon alles. Ich setzte mich an den Tisch, den Küchentisch, und dachte, soll ich mir noch einen Kaffee zubereiten? Aber dann richtete sich mein Blick auf so einen Stapel alte Zeitungen, fein säuberlich verschnürt für die Papiersammlung. Ich konnte meinen Blick einfach nicht von diesem Stapel lassen und schlussendlich stand ich auf und schnitt diesen Stapel Papier auf. Der sprang auseinander und ich griff hinein, nahm eine Illustrierte, legte sie auf den Tisch und da stand Raumschiffe über dem Zürcher Oberland. Es war von einem Herr Meier die Rede, der Kontaktperson sei. Und ich dachte, also diesen Herr Meier musst du kennenlernen. Ich will jetzt endlich wissen, um was es hier ging, dazumal im Jahr 1950. Also fragte ich meinen Schwager, wo denn dieses Hinwil sei, und er erklärte mir den Weg am Samstag. Ich stieg in mein Auto, fuhr diese Strecke, die mir mein Schwager angab, und ich suchte und suchte und ich fand einfach das Haus von diesem Herrn Meier nicht. Ich fragte dann einen Bauer. Er sagte, ja, gerade dort vorne, in diesem uralten Bauernhaus, dort sei er zu Hause. Gut, ich parkierte mein Auto neben dem Haus, stieg aus. Da kam ein riesiger Bernhardiner, zähnefletschend, auf mich los. Und ich sprang natürlich wieder in den Wagen. Ich habe sonst keine Angst vor Hunden. Da kam eine fremdländisch aussehende Frau aus dem Haus und rufte mir, ich soll nur aussteigen, Herr Meier sei noch bei einem Kontakt. Und er komme aber etwas später. Ich sagte der Frau, nein, also ich warte, bis Herr Meier nach Hause kommt und dann steige ich wieder aus. Plötzlich kamen da Leute gelaufen, alte, junge,
etwa 30 Personen und ich schloss mich dann diesen Leuten an. Es ging eine Treppe hinauf und in ein großes Zimmer. Als ich mich setzte, so auf diesen bereitgestellten Stühlen, ächzte und knarrte der Boden dermaßen, dass ich befürchtete, er breche zusammen. Ich dachte, wenn dieser Boden nachgibt, dann liegen wir alle auf einem Haufen im Keller unten. Er brach nicht. Und nach einer Weile kam dann Herr Meier, also Billy, zur Tür herein, entschuldigte sich, dass er sich etwas verspätet habe. Und schon begannen die Fragen von all diesen Menschen auf ihn einstürmen. Frage um Frage. Und die Beantworten, die Billy gab, die waren dermaßen exzellent, kann man sagen. Logisch und für jeden im Raume Anwesenden total verständlich. Und in mir wuchs der Wunsch, mich auch dieser Gruppe anschließen zu dürfen. Und so wurde es dann auch. Billy wurde mein Freund, Lehrer, Berater in allen Lebenssachen. Und kannst du uns mal erzählen über diese Schwierigkeit des Zusammenfindens dieser Personen bei der FIGO? Wie war das denn? Das muss ja nicht leicht gewesen sein, oder? Ja, ich ging dann natürlich praktisch Samstag für Samstag ging ich zu Herrn Meier, zu Billy. Ich fuhr ihn auch oft an seine Kontakte. Und später wurde dann dieser Verein gegründet. Es war dazumal in Hinwil eben noch so eine lose Gesellschaft. Und es war noch nicht Festes da. Und so gründete Billy dann diesen Verein. Was heißt FIGO? FIGO? Ja. Ja, das steht hier. FIGO ist abgekürzt Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien. Und erzähl uns mal, du hast den Billy mit mehreren Kontakten begleitet. Hast du da auch UFOs gesehen? Hast du da gewisse Erlebnisse gemacht? Wie war das? Ja, da müssten wir schon an den Fahnenmast nach okay. vorne gehen. Okay, gut, dann machen wir das da vorne. Ja. Erzähl uns mal von der Skulptur, die du hier gemacht hast. Du hast die ganzen Skulpturen entworfen. Erzähl uns mal über diesen Prozess. Ja. Also, als ich dann im Jahr 78 nach hier kam, arbeitete ich als Drucker für die FIGO. Tagsüber 130 Kilometer zur Arbeitsstelle und wieder zurück, am Abend, am Feierabend in der Druckerei bis spät in die Nacht, manchmal bis in den Morgen hinein, gab es Arbeit. Jetzt habe ich den Faden verloren. Am Anfang, du warst in der Druckerei und es gab bis spät in den Abend Arbeit, dieser Prozess, wie du dann hier diese Skulptur gebaut hast. Ah ja. Und dann in den laufenden Monaten hatte ich wiederum so ein eigenartiges Gefühl in mir. Wie dazumal mit diesem großen Diskus. Es ging Wochen, bis ich dieses Gefühl irgendwie enträtseln konnte. Und ich wusste einfach dann plötzlich, dass ich vor Urzeiten
ein Versprechen abgab, dem Verein, der dann in der Neuzeit gegründet wird, dass ich dort unter anderem eben auch so ein Monument erstellen werde. Ja. Ich begann mit Skizzen, verwarf sie wieder. Ich musste wissen, was auf diesem Moment zu sehen sein muss. Den Verein betreffend und unsere Arbeit, Billys Arbeit, muss einfach ersichtlich sein. So erstellte ich Skizzen für Skizzen. Ich wusste nicht genau, was für Formen ich wählen sollte, aber mit der Zeit wurde mir das alles klar und ich machte endgültige Skizzen und begann dann mit dem Bau von Modellen. Ich habe hier eins. Soll ich es? Ja, zeig mal her. Ja. Dies ist eben ein Eis. Komm erst hierher. Ah. Ja, setz dich ruhig wieder hin. Hm. Dies ist ein 1:1 Modell für die Gießerei. Diese Modelle sind dafür verantwortlich, dass die Gießerei eben diesen Hohlraum schaffen kann, um somit die Bronze einzugießen. Aus was ist das? Das aus Sperrholz. Ja, Gips. Wie hast du das so hinbekommen? Das ist ja ganz, ganz perfekt gemacht. Ja, eben, ich wusste einfach plötzlich, wie ich das machen sollte. Anhand der vielen Skizzen, die ich eben für diese Abgüsse gemacht habe. Und die Zeichen, hast du dir alle selber ausgedacht? Ja. Dies ist das Logo der Figur. Ich wollte zuerst den Schild, der vorne da am Stein ist, wollte ich hinsetzen dort. Aber Billy meinte, es wäre vielleicht besser, wenn ich ein Logo hinhängen würde. Ein neues? Ein neues, ja. Eins aus Bronze. Oder? Und so machte ich dann dieses Modell. Ist toll. Wie lange hast du daran gearbeitet? Ja. Ja. Im Gesamten sicher 3 Jahre. Oder ich arbeitete zumeist allein. Es musste ja von mir gemacht werden, laut Versprechen. Und ich war froh, als es dann endlich zu Ende war. Du bist verheiratet? Hast du Kinder? Ja, ich bin verheiratet mit Maria im Jahr 1900, ja, was war das? 56. Habt ihr Kinder zusammen? Ja, als wir heirateten, kam noch 3 Jahren eine Tochter, Gabriella, nach weiteren 3 Jahren wieder eine Tochter, Cornelia, und wieder nach 3 Jahren Rolf. Und wie war so die Kritik, dass du dich da mit Außerirdischen auseinandersetzt, von deiner Frau oder auch von der Umwelt her? Ja, also da hatte ich überhaupt keine Probleme. Umwelt,
An meinem Arbeitsplatz kannten sie mich, sie wussten, mit was ich mich beschäftige. Sie kamen mich fragen, wieso dies, jenes. Und ich gab ihnen dann Antworten. Aber eben, sie mussten selbst fragen. Ich fragte nie jemanden. Oder? Gut. Stille Revolution. Ja, was bedeutet für dich die stille Revolution der Wahrheit? Das hat ein Mädchen, eine Plejarin, ein kleines Mädchen, hat diesen Spruch geprägt für unseren Verein. Und es fand dort so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Wettbewerb statt, eine ebenso einen Begriff zu schaffen für unsere Mission hier. Hast du schon mal Außerirdische gesehen oder außerirdisch-menschliche Menschen gesehen? Ja. Ja? Erzähl uns mal davon. Ja. Ja, das ist natürlich schon lange her, oder? Aber ich fuhr mit Billy, fuhr ich an einen Ort, Säcklen, glaub, hieß der Ort, in der Nacht. Am Bestimmungsort parkierte ich das Auto und wartete im Auto. Er ging zu Fuß zum Kontakt. Ja, es ging eine ganze Weile. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als sähe ich so ein Glitzern in der Wiese draußen. Es war so ein Hang und am Ende war der Wald. Durch diese Wiese lief etwas. Ich konnte es im Nachhinein ganz genau hören, dass ein schwerer Mann durch diese Wiese lief. Und immer wieder glitzerte es. Und ich dachte, ja, das wird ein Bauer sein, der zu seinen Kühen geht, um zu sehen, ob noch alles in Ordnung ist. Und wieder glitzerte es. Dann stieg ich ins Auto hinein, drehte den Zündschlüssel und dachte bei mir, ja, wart, Bürschchen, dich bekomme ich schon noch zu sehen. Ich wartete, bis wieder glitzerte vor mir und dann schaltete ich das Licht an. Die weiten Scheinwerfer. Ja, Scheinwerfer. Dann schaltete ich die Scheinwerfer ein und ich hatte diese Person mitten im Licht. Ich hatte also diese Person mitten im Licht. Und es glitzerte ebenso. Er schaute nach mir und dann ging er weiter. Er hatte noch jemand, der auf ihn wartete im Wald droben. Kurz darauf kam Billy zu mir und sagte, ob ich denn immer einsame und ruhige Wanderer erschrecken wolle. Dann sagte ich, ja, ich dachte, eben zuerst dachte ich, ja, also das kann nur einer von draußen sein, aber da ich weiß, wie vorsichtig, wie übervorsichtig diese Menschen sind, dachte ich, ja, nein, das kann nicht sein. Und Billy sagte mir dann eben, ich habe Quetzal erschreckt und er entschuldige mich, dass ich ihn so erschreckt habe. Wie sah er aus? Wie sah Quetzal aus?
hat er angehabt? Eben diesen silberglänzenden Mantel. Oder es war eine Distanz auf etwa 100 Meter, oder? Da konnte ich nicht genau sehen, wer es war, oder? Es war eben ein großer Mann, oder? Und Quetzal ist eben ein großer Mann. Dann stieg Billy ins Auto und wir fuhren weg und der Scheinwerfer lief noch den Waldrand entlang und wir sahen noch zwei Menschen, die einander sehr nahe standen und wir fuhren dann nach Hause.